Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Wir sind hier am Margrans Fork und ich würde sagen, bevor wir hier noch irgendwas machen, rasten wir erstmal. Einmal können wir ja noch. Weil wenn unser Kämpfer da so ein bisschen schwach auf der Brust ist, was hast du eigentlich? Können wir dir eigentlich irgendwas verbessern? Du hast ja, nicht wirklich. Medium Shield ist auch nicht schlecht. Was hast du denn für Skills? Womit kannst du denn noch umgehen? Raffieren. Stiletto Club. Na, das ist ja, das bringt's ja nicht so. Na gut. Schauen wir mal, gucken wir uns hier mal um. Hier waren wir schon, aber hier sind wir noch nicht durch. Hallo? Ist die Karte zu Ende. Das ist sehr nett. Ach, da können wir rein. Gut, bevor wir das machen, gucken wir aber erstmal, was sich hier draußen befindet. Nix. Nix. Ein Dir. Ein bisschen Blümchen. Hier geht's auch nicht weiter. Paladin. Ludrana. Hi. There. That one. Get that one. Halt. Hey. Du zauberst. Following your lead. What? How may I help? Indem du zauberst, und zwar das dahin. Ja. Und du Mental Binding. Oh, das ist shit. Das ist shit. Was ist hier Hi. los? Du geh mal On your word. weg. Ja. Drauf da. Huh? Oh, wir müssen auch einstecken. Oh, da ist gerade jemand zusammengebrochen. Ludrana ist tot. Das war die, die gezaubert hat, ne? Das ist gut. Oh, das Aloth hast du gut gemacht. Ach, mit dem Fork. Ah, verstehe. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Zu deinem. So. What? So. How may I help? Ich glaube, du könntest uns mal mit dem Zauber helfen. Join arms! Könnt ihr den mal schnell umbringen, da? Der stört ein bisschen. Gut. Genau, jetzt alle auf den. Und du machst mal. Ist nicht genug. Yes. Gut. Ja. Wieso müssen wir eigentlich immer unter Bäumen kämpfen? Man sieht ja gar nichts. Eine Maze.
Large Shield. Das klingt so, als solltest du das kriegen. Mail Armor. Oh Gott. Weihnachten! Das brauchst du nämlich an. Greatsword. Wo haben wir eigentlich keinen, der damit umgehen kann, ne? Weil er. Nimm es erstmal. Mail Armor. Noch ein Helm. Padded Armor. Lockpicks. Wand. Das war's für dich. Orders. It seems I have no choice but to provide you with instruction. Greddick's forces are spread thin, and the road through the wilds to the south of Gilded Vale lies unguarded. Given these favorable circumstances, I'm sure that even you can manage to handle a peasant or two. Ja, offensichtlich nicht. The archers tell me that Kolsk's men made south after their escape. If you should happen to retrieve one of their number, I may be convinced to forgive your previous mistakes. For the last time, you are to keep clear of Defiance Bay. Know that if you cannot be trusted to acquire a useful specimen, what? With even a modicum of discretion, I have no qualms whatsoever about using what materials I have at my disposal instead. Oh. Okay. Das ist interessant. Und Kolsk ist da der Gegner von Redrick? Allerdings, das klang ja nun nicht so, als sei das hier von Redrick in Auftrag gegeben. Defiance Bay ist die Hauptstadt, ne? Müssen wir da wohl mal hingucken. Okay. Verstehe ich nicht. Ach, das sind Zauber, die wir lernen können, oder was? Was ist das hier? Ghostblades. Was ist das? Necrotic Lance. Ach, das kostet Geld. Wie viel Geld haben wir denn? Ach, wir haben genug. Wieso kostet das Geld, das abzuschreiben? Mein Gott, na gut. You've learned a new wizard spell. Das ist... Okay, was ist das hier? Calls a field of unearthly blades into existence, inflicting immediate pierce damage, doubled affliction on targets. Ja gut, das brauchen wir noch nicht unbedingt. Warten wir erstmal noch ab. Behalten wir in der Hinterhand. Fine Wand. Fast 10 Meters. Macht ein bisschen mehr Schaden, als es aussieht. Gut. Okay, da einfach nur ein Buch. Gut. So, dann können wir dir minus LTQ ist hier. Triffst ja noch seltener. Naja, egal. Pierce Proof, Second Chance, Medium. Das ist Heavy. Okay, dann kann das also in den Stash, das auch. Du hast Cappy auf, dir können wir noch einen Helm geben. Okay. Weiß zwar nicht, was der bringt, wahrscheinlich gar nichts, aber gut.
So, wir haben Paladine getötet. Das ist ein guter Tag. Ja, ich bin ruhig. Wir sehen, unterscheiden sich etwas von den üblichen Dungeons & Dragons Paladinen, was aber durchaus gut ist. Ne, wieso drücke ich hier ständig die falschen Tasten? So, dann erforschen wir erstmal hier die Gegend. Zoomen ein bisschen raus, macht das Pferd einfacher. Oh, hallo. Ja, mit euch können wir ja inzwischen umgehen. Na komm, du bist ja kein Problem mehr. Na komm, aber du stirbst schon. Na, also. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Oh. Was haben wir hier? Nehmen wir mit. Geld nehmen wir mit. Shoot letter. This piece of parchment is torn and flecked with blood and troll's spittle. What little of it remains reads, worried he may have come to harm. Once I reach Defiance Bay, I will hire guides to take me back west in safety and see if we cannot find Fulvano. At present, I regret my eagerness to be away from Gilded Vale. It is very dark. Ja, das sieht schlecht aus. Fulvanos Emil. Oh. Oh, oh, Healing Bonus. Das ist nett. Sehen? Nee. Na gut. Sehr schön. Sonst noch was? Da ist noch was. Moment, da fehlt wer. So. Ach, da hinten, ja. Okay. So. Was gibt es hier noch Schönes? Ah ja, das gute alte Baldur's Gate-Feeling. Leere Karten, die man... Upa, hallo. Your reflection warps and twists in the life gleaming Adra. Do take care not to jog those over. Adjust. Ja, du bist schon sehr witzig, wo ich den Witz nicht verstehe, aber gut. Achso, weil wir es nicht können, weil die so groß sind. Ja, jetzt habe ich ihn verstanden. Fine Polex. Gut. Wir nehmen mit, was wir kriegen können. Sonst noch wer? Der Abreibung braucht. Wir sind. Guten Tag. Ja, du gehst hier hin und bist dann weg. Ja. Das ist wenig hilfreich, Freund. So, das mal aus. So, dann... Ja, noch nicht überall. Ist hier noch was? Was ist das denn? Young Boar, okay. How may I help? Hinten bleiben. Ja? Du auch. Hey. Yes? Hey. What? Okay, es sind vier Stück. Huh? Na gut, dann müssen wir mal was machen. Blenden und du How may I help?
Das hat ja ganz gut funktioniert. So. Ja, ist aber blöd, wenn er da alle wegrennt. What? Ja, mach mal dein Heile-Ding da hier. So. Ha? Huh? No! Mindwave? Nee. Stehst scheiße. Dann mach Mindblades. Nee, nicht zuschlagen, Mädchen. Mindblades zaubern. Hat der Zauber nicht funktioniert, oder was? Aha. Hi? Ich sehe schon. So, sind wir jetzt mal bereit? Ha? Warum hast du eigentlich nicht deine Wumme in der Hand? Der ist weg, okay, dann jetzt alle auf den da. Sackgasse! Das ist ein Habala. Gut, und das alles für dieses bisschen Blumenkram hier. Hm, schön. Keeping quiet. Ist hier wenigstens noch was? Natürlich nicht. Hier. Auch nicht sehr schön. Oh, hallo. Yes? Hm? Brave Dalfilaga. Hey. Yes? What? Huh? How may I help? Blenden bitte. Dankeschön. Ha? Na, komm mal. So. Sure. Gut. Okay. Hier scheinen wir jetzt auch alles zu haben. Achso, können wir in das Haus gucken. Stimmt, das wollte ich eigentlich noch machen. Schauen wir mal, was hier drin ist. I'll see what I can find. Aha, gut. Kann nie schaden, Obst und Gemüse, sehr gesund, was ist das? Gold Watch Shoe, was ist das? Das ist. Oh, minus 20 Fatigue. Mhm. Accept, das kommt zu dir. Oh, ja, die können wir brauchen. Die könnten wir eigentlich auch brauchen. Allerdings habe ich das gekauft, was nicht nötig war, so wie es aussieht. Ja. Ist hier sonst noch was? Ne? Irgendwo? Offensichtlich nicht. Kann noch keiner aufsteigen? Nee. Gut. Andra Formation,
Das hat sogar einen Namen. Das hat bestimmt einen Grund. Ja, dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt mal auf den Rückweg nach Gilded Vale. Und dann können wir ja dem Blacksmith mal Bescheid geben, dass wir seine Sachen bei uns haben. Wo war der Kollege denn? Also im Fast Mode sieht das Laufen irgendwie albern aus, finde ich. Naja. Okay. Guten Tag. Well, my friend. Hand over the crate. I found that shipment you were waiting on. Tuatanu reaches out to take the crate, raising it effortlessly onto the counter. Ja, ich hab verstanden, er ist stärker als wir. His face splits in a broad smile. Why, so you have. This is excellent news. We can finally get back to work and show you real Black Hammer quality, none of this flimsy little sorts. Here, I'll give you a taste. He ducks behind the counter and rises with a heavy wooden shield. Might not have had much in the way of materials to work with, but it's still Black Hammer craftsmanship. You go on and take that. And here, some coin for your troubles too. Did you find anyone with a wagon? I guess I didn't feel I was going over. Bandits overtook the wagon. I doubt your people survived. Tuatanu shakes his head, running a hand over his bald pate. Poor fools. Always told them they ought to hire some guards instead of palming the extra coin. I'll have to hire on more hands. Don't suppose you want to settle in Gilded Vale? Try some delivery work? Nee. You have my thanks for your assistance, friends. Assistance, friend. Give me some time to work the forge and you'll have your pick of the next run of weapons. Na schön. Das ist gut. Was haben wir denn jetzt hier gekriegt? Das sieht aus wie eine Tür. Ladador, das ist eine Tür. Das ist bekloppt. Ja gut, gehen wir dir trotzdem. So, viel Spaß mit der Tür. Ja, das passt. Wer braucht denn noch ein Schild? Du vielleicht? Du hattest doch irgendwas hier. Medium Shield. Ja, nimm mal das. Okay. Mann. Okay. Two-handed Weapon. Nee, Schild ist ja eigentlich schon ganz gut. Okay, dann wollen wir mal gucken, was wir verkaufen können von unserem... Gods keep you. Yep. I'd like to see your wares. Ja, ist billiger geworden. Es hat 6.000 gekostet. Hatte eigentlich erwartet, gehofft, dass es noch ein bisschen billiger wird, aber na gut, das war nicht so sein. Fein, alles mögliche. Fein Saber. Ganz schön teuer. Können wir uns nicht leisten. Ja, wir können ja vielleicht ein bisschen Zeug verkaufen. Was ist das hier wert? 10. Oh. Also, Mace ist nicht schlecht. Hunting brauchen wir nicht. Hatchet brauchen wir nicht. Dagger brauchen wir nicht. Crossbow. Behalten wir mal einen. Ja, brauchen wir nicht. Bows haben wir genug. Polex kann weg. Medium Shield ist das. Medium Shield, Hita. 12, 4. Okay, das ist also relativ egal. Kann auch weg.
Gott. Naja, viel Geld bringt's nicht, aber immerhin ein bisschen. Was hast du denn für Rüstung? Alles sehr schön. Oh, das ist gar nicht so teuer. Minus 8, der 8 minus 40. Na gut. Wir müssen erstmal noch ein bisschen mehr Geld einsammeln, denke ich. So, da wollen wir mal gucken, wo wir hier noch nicht hier waren. Hier waren wir überall noch nicht. Obwohl, hier waren wir auch noch nicht. Nice and slow. Hier können wir reden. You see a pennant waving tall and sluggish in the wind, the rising sun embroidered on the banner, the vanguard of a small troop of paladins. Oops. Wahrscheinlich andere. The atmosphere is buoyant, if restrained, and their armor has not yet been tarnished by the elements. This expedition is fresh, young, filled with zest and zeal. At the head stands a commander, awkward in full armor, but determined in step. Despite the excitement of his fellows, he does not smile. There's a twist to his mouth, his countenance grim. He throws up a hand, halting his troop. Silence falls among them, revealing a dark thunder, deep and low. He orders them to ready their weapons and spread out. Eyes dart from horizon to horizon, necks twisting to see the source of the sound. In the distance, dust and lightning rise from the ground as Stygian clouds race toward them overhead. The soldiers stand, only the staccato movement of their breath betraying their nerves. The commander closes his eyes, calling a blessing down on his troop. Invigorated, invincible, they wait as the enemy draws closer, poised to attack. Okay. Ah, du bist auch einer von... Ja, auch mal eine rauchen. Oh, Kind. Papa says the temple is cursed. Ja gut, wenn Papa das sagt. Something over there. Ey, ich wollte gerade sagen, hier ist doch was. Daddy does it. Hast du gerade Daddy does it gesagt? Nee, ist Daddy does it. Cover Pound. Ja, und ist das Potion of Spirit Shield. Gut. Da könnten wir auch noch reingucken, aber ich wollte ja eigentlich erstmal zu den Häusern hier. Oh, eine Mühle. Aha, was ist hier los? We know there's more grain in there, Trumbull. We won't settle for scraps while you grow fat on our crops. A muffled shouting emerges from inside the mill. The first of you drunkards comes through that door gets a shot between the eyes. Gods hear me, Sveinur. I'll put you down like a dog. Come away for now, lads. But we'll be back, Trumbull, and we'll have fair prices, or by the flame we'll have a reckoning. Okay. Ja, dann. Klauen wir dir erstmal deine Pilze. So. So, was. Was geht hier denn vor? An elven man stands before you, his relatively stocky build suggesting a life of labor. His face is pale and drawn, and his eyes wide. Behind him, a younger man and woman exchange worried glances. The miller rises a clap as you enter. It shakes violently in his grip. Get back if you value your life! Hold on, I'm not here to hurt anyone. Was auch immer das heißt, ich nehme an... Wir haben Positive One.
oder so. Keine Ahnung. The Miller hesitates, then lowers his club. Wait, I know you. You just came into town, right? Don't tell me Sven has already got his claws into you. God, that's all I need. I thought you could use some help. Those people out there seem pretty angry. Really? Aaliyah's tits, could I use a friendly face? I take it you heard some part of what that crowd asking for. Grain, as if I've got it all tucked away somewhere. Svenor's been egging that lot on for days now. They've been keeping clear so far, but if things keep on like they are, I don't know how much longer we've got before things get messy. Please, if you're not here on his behalf, maybe you could speak to Svenor. He won't listen to me anymore. Just explain that we're all getting smaller rations, rations now. We're all making sacrifices. I'll go see what I can do. The Miller all but sacks with relief. I'd be grateful if you did. He won't listen to me anymore, but maybe you'll have better luck. Tell him we're all having a hard time of it, and we'll all have to make some sacrifices. We'll be in your debt for it, if you can convince him. Good. Okay, na, wenn wir den Sven nur treffen, fragen wir mal, was los ist. Gucken hier mal rein. Ah, Norton, gucke mal an. Was machst du denn hier? Hallo. Ingrid. Ach, das ist die da. This man and woman appear to have been deep in conversation, working at closing two bulging satchels. They move to embrace until the woman notices your approach and pauses, her smile faltering a little. Sag mal, kann das sein, dass das die Frau von einem toten Kumpel ist? Also ich meine, gut, er ist tot, deswegen, ne? Until death do us part und so, deswegen, ne? Aber vielleicht mal zwei Tage warten oder so? Es ist, ja, aber gut, ist eure Sache. Well met, friend. Findest du? Can we help you? She looks to her companion, brows furrowing with confusion. Do you know this woman, Norton? Schade, dass wir das jetzt, kann man glaube ich nicht ausspielen, dass wir jetzt so tun, als hätten wir eine Affäre mit ihm. Yes, we've met in Valewood. I warned her about the bear. Glad to see you've made it. Was there something else you wanted? Monsieur, is there anything you can tell me about Gilded Vale? Only that you'll want to be moving on as soon as you can. You'll have seen the tree, I imagine, but the rot goes deeper. If you were looking for work, I'd say you have a better chance of it elsewhere. We're headed for Defiance Bay ourselves. You two seem to be in a hurry. Yes, I imagine so. We're packing for a trip, actually. I've been meaning to visit Defiance Bay, and, well, in truth, I think I've had my fill of this town. Norton reaches to take a hand. Oh, it's time for some new scenery. Okay, na, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal kurz nach, was aus ihrem Kumpel da geworden ist. Das klingt ja alles sehr mysteriös. Ah, dann haben wir hier. Das ist das. Können wir hier nochmal hingucken. Und dann gucken wir mal zu dem in die Bärhöhle. Ich meine, ein Bär dürfte uns ja jetzt nicht mehr aufhalten mit unserer Mörderparty, die wir jetzt haben. So, was haben wir hier? Oh, eine Katze. Dulu. Und können wir nichts mit machen. Na gut. A dear wooden woman is standing in front of the fireplace, humming a quiet tune to herself, or perhaps to her unborn child, for she is clearly quite pregnant. Wenn du das sagst, Spiel. She turns her head slightly as you enter. Hello. Well, finally, I was starting to think. The woman makes a startled noise once she turns around and sees you. Oh, I'm sorry, I was expecting someone else. Doch nicht Norton? Nein, nein, nein. She gives you a cautious smile.
Can I have you? I just arrived in Gilded Vale. I thought I'd get to know the locals. Were you with one of the caravans? Master Odimas, by chance? Oh, fuck. Ich weiß, wer das ist. Why do you ask? My sister, Kalisha's sister. Fuck it. My sister Kalisha is traveling with one of the caravans. She sent a letter before she came. Said she was going to pay her way by working as a guard for the caravan master. She always was a tough one. I don't suppose you've seen her on the road? Or the caravan, perhaps? It's Master Edema's. Kalisha didn't make it. The caravan was attacked and we escaped, but Kalisha was caught in a beer rock. Offa covers her mouth with her hand, eyes wide with horror. For a few moments she can manage nothing but a strangled, voiceless gasping, her eyes brimming with tears. I knew. I told her it was a dangerous path to take. Kalisha was always so certain she could take on any danger. Oh, my poor sister. I'm sorry, stranger. I can't believe she's gone. If only I hadn't called her here. If I hadn't written to her, she might still be alive somewhere. Afra's face crumples and a solitary tear slides down her cheek. Quit just nibbling. Kalisha mentioned that she thought you needed help. Perhaps I can provide some assistance. Afra looks at you with some surprise before dabbing at her nose with a sleeve. That's kind of you to offer, but I don't know if I could impose this on you. It's not a small favor. I'm worried about the baby, about the legacy. I told Kalisha as much as I could, but all I know is that for a long time now, every child born in Gilded Vale has been soulless, empty. It's happened to so many mothers, and Lord Redrick, he's exiled all of them, calling it a sign of the gods' disfavor. With my Hathor gone, I don't know how I'd manage if I lost my home too. Schwester ist jetzt auch weg. I hoped Kalisha could help me. They say Ranga, the old midwife, knows a way to prevent a child being hollow-born, but she moved south to Ansla Compass 2 seasons ago. The journey is too far for me, and I can't make it as I am. But I don't have anyone else now, with Kalisha gone. Please, can you help me? Okay. Oh, wir hätten auch zu den Goldpacks gehören können, die wir da totgeschlagen haben. Na, das wäre lustig gewesen. Offensichtlich ist das eine Paladin-Fraktion, die wir auch wählen können, ne? Das wäre witzig geworden. I'll find Ranga for you. Sind wir mal nett. Offa blinks, eyes wide. You will? Oh, gods bless you. Here, I'll give you a coin to pay her with. You needn't trouble yourself with that. I think it's a drink she fashions out of... Well, I'm not sure. But it shouldn't be too much of a burden to carry back. Okay. Ansler Compass is what we call the lagoon to the south. You'll have to cross the wilds to get there. Ich glaube, die haben wir gerade schon befriedet. Da... Müssten wir also hinkommen. That's what keeps me from trying it myself. She claps her hand together. Claps her hands together. Thank you again, truly. You'll be saving us both. She sets her hand on her stomach, smiling through her tears. Ja, und was hast du da auf dem Rücken? Ist das denn... Ist das denn ein Crossbow? Nee, das ist ein Quarterstaff. Okay. Ja, sehr schön. Können wir dir noch irgendwas wegnehmen hier? Ja, wir sagen, warte mal, bis einer Schwangeren das Essen klauen, ist vielleicht nicht gerade die feinste englische Art. Warte mal einfach, bis sie weg ist. So, willst du irgendwas? Nee.
So, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal. Zu dem Bären. Das war hier, ne? Ja, ja, 8 Stunden. Ist ja kein Ding für uns. Margrin's Fire casts light in dark places. Whatever. Aber hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Nee, hier waren wir auch noch nicht. Hey. So, dann kannst du gleich mal deine Tür ausprobieren, würde ich sagen. Hm? On your word. Brave. Yes? Ja? Does he not see you? Na gut, das ist ja überhaupt kein Problem hier. Na komm, bring ihn um. Leave it to me. Hm? Das war ja tatsächlich nicht schwer, aber gut, das war ja, ist ja auch die erste Map. Right. Hello. Hello. Mhm. Okay, da ist irgendwas. These aged balls appear to have once encircled this entire glade. Only a small fragment remains, and the stairs leading to the top of the structure have crumbled away. Examine the wall more closely. The heavy bricks are slick with moss, presenting a hindrance to climbing. But the stones themselves seem sturdy enough. Given the right tools, one might easily reach the top. Use a grappling hook. You give the grappling hook a few swings for momentum and let fly, and the hook lodges easily behind a pile of stones at the upper edge of the wall. A few tugs on the rope suggest that it will stay put. Climb up to the top. With the help of the rope, you make your way up the face of the wall and over the side. Sehr schön. Haha. Ja? Hm. Nehmen wir mit. Brauchen wir nicht. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Gold letter. Do not think you will ever see this, but you were right, Fulvano. We should have journeyed south together and been safer for it. I would tolerate all the gloating in the world if I might live to hear it. I have put myself out of reach of the beasts circling below, but I am done for all the same. I do not think I will rise again. Whoever finds this, pray for me. Perhaps in the next life I shall be a trapper of wolves. Okay, also jetzt haben wir schon noch einen Teil von dem Fulvano, ne? Wir haben auch schon seine Dings gefunden hier, ne? Yep. Was machen die? Plus 5 Reflex. Naja, wirst du unser Fulvano hier? So, flupp. Okay. Gut. Sure. Climber. I shall be quiet as a calm sea, which is... Ja, was ist es? Weiß auch nicht, ne? Hm. Okay, also die Bandits haben wir schon, also müssen wir hier noch... Das hat er gesagt, im Norden war die irgendwo, die Höhle. Ah, der sagt blöde Cursor. So. Ja, was haben wir hier? Oh, brauchen wir im Moment nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht gerade. Merken wir uns mal, hier haben wir noch Camping Supplies. Sonst noch was? Was ist das? Das ist ein
How may I help? Nee, huh? Du nicht, du auch nicht, ihr beide. Und du, following your lead. Du, ihr schießt darauf, das müsst ihr erreichen. Rave, thou still art your lead. Ja, offensichtlich reicht das. Sure. I'll see what I can find. Shattered pieces of a crate are strewn across the dirt, along with a few muddy vegetables. Okay. Mhm. Nee, da waren wir schon. Ach, da hätten wir einfach rübergehen können, ne? Gut. Hallo? Jemand hier? Da ist was? Xauric Camp. Oh, hallo. Hm? Guten Tag. You're not getting through me. What? Hm? Following your lead. The last you leave. Die dürften ja auch kein Problem sein. Na, komm mal. Das war nicht schwer. Stash, stash, stash. Quarterstaff, Pallet Cap und ein bisschen Geld. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Okay. Gut, hier muss ja noch irgendwo die irgendwo noch die Höhle sein. Hier. Bergcave, mein Gott. Yes. Yeah. Following your lead. Sagen wir mal. Ah, thick were so. Rave, thou feel off your lead. Gut. So, yes. Jetzt hau ab. Yes. Du schießt auf den, hey. Du gehst auf den, du gehst auf den. Huh? Du machst Blinding Strike auf den. Okay. Dann machst du nochmal Blinding Strike auf den. Stand still. Okay, du musst mal heilen. Don't even slowing it down. I have them. Sehr gut. Haben wir gut gemacht. Kann der Zauber jetzt mal weggehen? Tower auf. Sehr gut. Keeping quiet. Mhm. Aha. Quarterstaff, okay. Huh? So, Grace, dann rede doch mal mit der Leiche hier. A figure drifts suspended in the musty air of the cavern. Its form and features blur and twist in cascading ripples of incandescence.
You feel its energy eddying about your limbs, filling them with a heavy chill. You reach out a hand for the spirit. In the moment of contact, you feel as if you have been struck a blow, head reeling as you tumble helplessly into a waiting darkness. Light blooms at the edges of your vision. You feel the sun at your back and the weight of a bow in your hand. You know suddenly that you have come a long way from the vale, hunting deer. Now you are standing before a cavern and the darkness extends far into its depth. Even so, your friend strides out before you, his red cloak flapping at his heels. You follow, heart hammering in your chest as he leads you deeper into the cavern. There's a roar like thunder echoing around you. Fear seizes you, casts you stumbling back towards the exit, towards light and escape. You see a glint of steel, and there is a sudden terrible flash of agony behind your knee. You scream, stumble, fall. Your thoughts are chaos, lanced with pain, but in a moment of terrible clarity you see your friend look back from the mouth of the cavern, his dagger daubed in crimson to match his cloak. And then there is a great dark shape above you, and then there is more pain. The vision recedes, and you are thrown back into yourself with seemingly resentful force. The corpse lies at your feet, and the spectre lingers. In the span of energy between you both, you feel a sense of questioning, of confusion, of anger. You were betrayed. Only a fool. Ach, das ist aber nicht nett. I met him on the road, your friend. A sudden lashing anger emanates from the spirit. Rage and grief seem to pour from the gleaming figure like smoke. I find him and see that he answers for what is done to you. Ja, finde ich aber auch. Also, ich meine, natürlich finde ich das, aber ich sag's ja. For a moment the spirit seems to burn bright and your head fills with sickly triumph. The spirit seems to weaken with the force of its own exaltation, growing fainter and fainter until you are alone once more. Are you feeling unwell? You were behaving a little... oddly. Ah, schon okay, Little John. Is that your tactful way of asking if I'm a lunatic? Well, I've always assumed you're just as mad as the rest of us. I don't mean to pry, I was just worried. Your eyes rolled up in your head. It was very dramatic. It's not so bad, being able to talk to spirits. Well, there's a gilded cover for a dark book. Kind of scratches his temple. I suppose that's one way to learn from the past. Just ask the spirits outright. Let's move on. Und plopp, weg ist er. Nee, da ist nichts mehr drin. Spirit hat uns auch... Oh, hast du noch... Ja, sure. Hast du nichts bei dir? Ich kann doch mit dir interagieren, wieso geht das nicht? Okay. Huh? Right. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir mal mit Kollegen Norton ein Wörtchen reden und mit seiner Ische. Oder seiner jetzigen. Vielleicht war das schon, könnte fast ein bisschen länger geplant gewesen sein. Na, mal gucken. Ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Also, bis dahin. Tschüss.